Vieles liegt noch im Dunkeln rund um René Benko. Bleibt es bei den rund 5 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten? Sind auch Tochtergesellschaften betroffen? Und welche Rolle hat Unternehmensgründer René Benko zuletzt selbst gespielt? Seit 10 Jahren ist er operativ nicht mehr tätig. Recherchen der Wiener Stadtzeitung Falter ergeben aber ein anderes Bild. René Benko hat Freigaben erteilt für Kreditverhandlungen. Er hat sich mit Bankern getroffen. Es gibt ein sehr schönes E-Mail, wo ein Mitarbeiter zu ihm sagt, bitte gib uns dein Go. Wir haben die ganze Nacht an Verträgen gearbeitet. Das scheint doch eher so gewesen zu sein, dass er da im alltäglichen Signa-Leben eine sehr große Rolle gespielt hat. All das streitet Benko ab, zuletzt auch vor dem IBZU-Ausschuss. Vorerst unklar, wie sich das auf eine mögliche persönliche Haftung auswirkt. Der Sanierungsverwalter steht jedenfalls vor einer großen Herausforderung. Ein undurchsichtiges Firmengeflecht, das Jahresabschlüsse oft unvollständig, verspätet oder gar nicht vorgelegt hat. Braucht es härtere Strafen? Ja, hier müsste man wohl konsequentere Durchsetzungsformen haben, dass man entweder höhere Zwangsstrafen vorsieht, die wirklich wehtun. Ich glaube nur, wenn das so konsequent gemacht wird, kommt man da auch irgendwann nicht mehr weiter, weil das einfach einkalkuliert wird. Die Geschichte von René Benko ist für Kritiker eine Geschichte des Gebens und Nehmens. Bestens vernetzt in der heimischen Politik. 2018 stellt ihn der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Staatsbesuch sogar Wladimir Putin vor. René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Benko begleitet später Sebastian Kurz auch zweimal in die Arabischen Emirate, als Teil einer Wirtschaftsdelegation. Und an der Seite Benkos lässt es sich auch gut verdienen. Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer wechselt kurz nach der Politik zu Benko Signa und verdient dort Millionen. Auch Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz vermittelt heuer für Benko Investoren und stellt eine Rechnung über 2,4 Millionen Euro. Das heizt eine alte Debatte an. Braucht es eine Abkühlphase für ehemalige Regierungsmitglieder? Eine Cooling-off-Regelung könnte beispielsweise so aussehen, dass Ministerinnen, Minister, Staatssekretärinnen, Staatssekretäre für eine bestimmte Dauer, 12 bis 24 Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt, bestimmte Funktionen nicht übernehmen dürfen. Die Signa Holding selbst erleidet weitere Einschnitte. Heute verkündet der Sanierungsverwalter, nicht erforderliche Teilbetriebe, wie etwa das Eventmanagement, müssen ihren Betrieb schließen. Dutzende Mitarbeiter müssen gekündigt werden. Und René Benko? Der ist auf Tauchstation.